Moin Leute, willkommen zu meinem Wäschetalk heute. Ich habe noch Windeln abzuhängen und zusammenzulegen und so lange erzähle ich euch was. Heute über Lebertran. Lebertran ist ja das einzigste, was wir supplementieren. Außer ich bin schwanger, dann supplementiere ich auch noch Jod über Algen. Aber momentan und sonst ist es eigentlich nur der Lebertran. Und das wird ja auch von der Weston Price Stiftung so empfohlen. Und Weston Price selber hat Lebertran mit Butteröl gemischt und seinen Patienten gegeben. Und zusammen mit einer traditionellen Ernährung verwendet, um Karies zum Stillstand zu bringen und seine Patienten gesünder zu machen. Grob gesagt. Ja, wir verwenden Lebertran jetzt seit 10 Jahren, glaube ich. Ja. 10 Jahren. Und das, da haben wir eigentlich meistens den von, also eigentlich fast immer, den von Green Pasture verwendet. Den fermentierten und den ohne Geschmacksrichtung und mit Butteröl. Den haben wir immer verwendet. Außer, ich habe mal andere ausprobiert. Im Zuge dessen, da gab es so einen Skandal. Da hat jemand den Lebertran eingeschickt an ein Labor, an verschiedene Labors und der irgendwie war sehr skeptisch. Das war irgendwie. Also, Green Pasture, der Hersteller von diesem Lebertran, könnte transparenter arbeiten. Und ja, ich weiß auch gar nicht. Ja, jedenfalls hat die das eingeschickt hat in Amerika, gefunden, dass der Lebertran ja ranzig sein könnte und verschiedene andere Kritikpunkte waren da. Und die Ergebnisse hat sie dann so interpretiert, dass das halt ganz schlimmer Lebertran ist, der die Leute krank macht. Ich habe mir diese Studien dann auch mal durchgelesen. Ich fand, da wurde sehr viel reininterpretiert. Aber letztendlich weiß man vieles auch nicht. Und Labore geben halt bestimmte Ergebnisse raus und dann muss man was draus machen. Ne? Und also meine Bewertung der Angelegenheit war dann, dass das ein Lebertran ist, der zu den guten Lebertran gehört, aber er ist sicherlich nicht so gut, wie der zum Teil beworben wurde vorher. Also der Vitamin D-Gehalt ist auch nicht höher als ein anderer Lebertran und vorher wurde das oft so beworben, wie da ist massig Vitamin D drin. Das ist offensichtlich nicht der Fall, aber er ist auch nicht schlecht. Also es gehört zu den guten Lebertran, die halt nicht erhitzt und nicht chemisch aufbereitet worden sind und dadurch halt keinen Verlust an den Inhaltsstoffen haben, also Vitamin D und A wird bei industriell hergestellten, erhitzten und chemisch aufbereiteten Lebertran, das geht ziemlich schnell verloren und dann wird es wieder künstlich zugesetzt. Und deswegen sollte man einen Lebertran verwenden, der möglichst nicht erhitzt wurde. Also es gibt andere, die eben auch nicht fermentiert sind, die man verwenden kann. Und inzwischen gibt es auch noch einen fermentierten auf dem Markt von Armorica oder sowas. Den habe ich noch nicht probiert. Und es gibt mehrere nicht fermentierte, roh gepresste von Rositas und von Dropi. Dropi, den fand ich ganz gut vom Geschmack her, aber der ist irgendwie schwer zu kriegen. Also ich weiß auch nicht warum. Ja, jedenfalls infolge der, also der Green Pasture, ich habe dann verschiedene andere probiert, aber meine Kinder mochten den Green Pasture am liebsten. Deswegen bin ich auch bei dem geblieben. Und traditionell wurde Lebertran auch fermentiert. Also der Weston Price hat da sogar Fotos von gemacht, wo die Durchlebern, ich weiß nicht, ob es Durchlebern waren, irgendwelche Fischlebern in den Mägen von irgendwelchen anderen Fischen da fermentierten, irgendwo in Tropen. Also es scheint nicht jetzt so eine neue Sache zu sein, Lebertran auf die Weise herzustellen, dass der fermentiert. Und da meine Kinder den auch lieber mochten und wir damit gut gefahren sind, sind wir bei dem geblieben. Ja, ich habe von manchen gehört, denen es damit irgendwie nicht so gut ging, aber das ist echt, muss echt selten. Also ab und zu ist das wohl so, dass manche den nicht vertragen. Also ich denke mal so, wenn man histaminintolerant ist vielleicht, dann verträgt man ja fermentierte Produkte nicht so gut zum Beispiel. Und es gibt welche, die können den Geruch überhaupt nicht ab. Mir macht das gar nichts aus. Also die ersten 3 Löffel sind immer so, waren die schlimmsten am Anfang, so als man das erste Mal, als ich das erste Mal genommen habe. Aber danach.
Ich habe eine aus Russland kennengelernt, die meinte, da, das schmeckt wie der getrocknete Fisch in meiner Kindheit. Also, es ist schon was Traditionelles, ne? Also, das so viel habe ich feststellen können. Ja, dann die offizielle Meinung zur Lebertran ist ja, das Vitamin A ist ja so gefährlich und deswegen soll man heutzutage auf Präparate zurückgreifen und möglichst nur Vitamin D nehmen und das war's. Es gab auch früher mal den Hype, dass Vitamin A das Tolle war. Und dann hat man aber festgestellt, wenn man Vitamin A-Tabletten gibt, nur Vitamin A, also richtiges Vitamin A, nicht Pro-Vitamin A, dann führt das recht schnell zu Vergiftungen. Und deswegen hat man dann angefangen, vor dem Vitamin A zu warnen, in allem. Also auch in Lebensmitteln. Und Schwangere sollen aufpassen mit Leber und überhaupt. Aber dass eigentlich keine Vergiftungen mit Lebensmitteln bekannt sind, also Vitamin A-Vergiftungen, das wird dabei irgendwie nicht berücksichtigt. Also mit Vitamin A-Tabletten kann man sich schön vergiften, das ist bekannt. Aber Lebensmittelvergiftungen mit Vitamin A sind eigentlich nicht bekannt. Trotzdem warnt man vor Vitamin A-haltigen Lebensmitteln. Warum? Kann man sich fragen. Wo Vitamin A noch vor 50 Jahren, da galt das ja als ganz wichtig und dann wieder nicht. Also das geht irgendwie so, das ist immer so ein Hype und dann wieder. Weil erst hat man gemerkt, okay, Lebensmittel mit diesen Vitaminen, die tun ja richtig gut und helfen gegen bestimmte Sachen. Dann hat man das isoliert, Tabletten draus gemacht oder Präparate, hat die gegeben und gemerkt, das hat ja gar nicht den Effekt. Bei Vitamin D ja auch. Da hat man ja auch viel sich versprochen davon, Infektvorbeugung und sonst irgendwas. Aber wenn man sich dann die Studien anguckt, die mit Vitamin A-Präparaten gemacht worden sind, sind so die Ergebnisse mäßig. Zum Teil zeigen sie überhaupt keine positiven Effekte. Und ja, was man halt nicht berücksichtigt, ist, dass Vitamin A und Vitamin D sich gegenseitig brauchen. Also die sind wie zwei Puzzleteile, die zusammenkommen müssen, damit der Körper was draus machen kann. Wenn also eins von den Puzzleteilen fehlt, dann ist das andere einfach nur da, kann sich ansammeln und Vergiftungserscheinungen machen und passiert nicht viel. Vitamin D kann dann dazu führen, dass das Kalzium zwar im Körper kommt, aber sich dann irgendwo ablagert, vielleicht in den Gefäßen, und aber nicht da ankommt, wo es soll. Und ich weiß nicht, warum das die Schulmedizin nicht so im Blickfeld hat. Warum die immer nur in einzelnen Vitaminen denkt und denkt, okay, wir hauen da Vitamin D rein und dann passt das. Aber tatsächlich braucht Vitamin D für seine ganzen Stoffwechselvorgänge Vitamin A, das Puzzleteil, und es braucht Vitamin K2. Vitamin K2 aktiviert dieses Puzzleteil aus Vitamin A und B. A und D. Und dann braucht es auch noch Magnesium und Zink. Also, man kann nicht einfach nur eine Tablette einschmeißen und denken, man ist gesund oder wird gesund davon, sondern der Mensch ist darauf ausgelegt, über seine Ernährung alle Nährstoffe zuzuführen, die er braucht. Und nicht über eine Tablette. Das freut zwar die Industrie nicht, aber es ist so. Und deswegen können diese Studien, wo man der einen Gruppe Vitamin D-Tabletten gegeben hat und der anderen nicht, können gar keine Vorteile zeigen, weil es braucht mehr als nur eine Vitamin D-Tablette. Und deswegen supplementieren wir auch nicht Vitamin D und ich gebe das auch nicht meinen Kindern, sondern ich nehme selber Lebertran in der Schwangerschaft und auch wenn ich nicht schwanger bin und ich gebe das meinen Kindern ab Beikostalter. Und damit geht's uns gut und vor allem mir geht's gut. Ich hatte vorher ziemlich Probleme mit der Haut, also naja, ziemlich, ne? Man gewinnt sich an alles. Ich hatte im Sommer immer so Bläschen, die ich zwischen den Fingern gekriegt habe, die so gejuckt haben und dann sind die aufgegangen und dann war das alles so wund und empfindlich. Und dann ist es auch wieder weggegangen über den Winter und im Sommer, ich weiß auch nicht, wenn ich geschwitzt habe, so. Meine Mutter hat das Hitzefrieseln genannt. Aber seit ich Lebertran nehme, ist das vielleicht noch zweimal ganz bisschen wiedergekommen und aber sonst gar nicht. Und meine Haut ist nicht mehr trocken. Im Winter hatte ich an den Beinen, da konnte ich immer so, da flogen dann die Schuppen wie Schneeflocken. Und meine Haut und die war auch so rau, also die ganzen, wo die Haare rauskommen, die ganzen Follikel, die waren so rau wie so Reibeisen, wenn ich mit der Hand drüber gestrichen habe. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Meine Haut ist schön glatt und ohne dass ich irgendwelche Creme auftrage oder so. Ja, und meine Zähne sind natürlich auch gut. Ich habe seit 10 Jahren keine neuen Löcher mehr in Zähnen gekriegt.
Ja, aber es ist immer eine Kombination, ne? Also man kann jetzt nicht Lebertran nehmen und denken, alles ist Paletti, sondern es ist die ganze Ernährung, die zusammenwirken soll für Gesundheit. Und das ist das Ziel. Und der Lebertran ist halt eine einfache Möglichkeit, um die fettlöslichen Vitamine zuzuführen. Also Vitamin D und A sind ja Lebertran drin. Wenn das Butteröl dabei ist, ist noch Vitamin K2 dabei. Vitamin K2 und Vitamin D und Vitamin A kann man aber natürlich auch aus Lebensmitteln bekommen, ne? Also man muss jetzt kein Lebertran nehmen. Aber Lebertran ist halt eine einfache Möglichkeit, für eine bestimmte Menge zu sorgen. Aber man kann Vitamin D natürlich auch aus fettem Fisch kriegen oder aus Eiern von Hühnern, die möglichst in der Natur gegrast haben. Dann ist da auch Vitamin A und D drin. Nee, D hatte ich schon gesagt. Dann ist dann auch K2 mit drin. K2 ist in fermentierten Lebensmitteln drin. Also durch bakterielle Aktivität entsteht Vitamin K2. Aber es gibt auch tierisches Vitamin K2. Das ist zum Beispiel in Milch, im Milchfett oder im Eigelb von Hühnern drin, die Gras gefressen haben. Also der Weideaspekt ist wichtig, auch bei der Milch. Die Kühe, die Gras gefressen haben, die haben auch das Vitamin K2 reichlich in der Milch. Ja, also es geht auch über Lebensmittel zu decken, ne? Ich sage jetzt nicht, alle müssen Lebertran nehmen, aber Lebertran ist halt eine einfache Möglichkeit und wurde deswegen auch traditionell so gemacht. Vor allem in nördlichen Ländern, wo halt die Sonne nicht viel scheint, da war das eine gute Möglichkeit, um den Bedarf an Vitamin D und A zu decken. Ja, da gibt es ja dann diese Behauptungen im Internet, die mir dann öfters mal geschickt werden und was ich dazu finde, dass der Lebertran ja irgendwelche Leute umgebracht hätte, weil es gab wie Ramil Nagel zum Beispiel, der Autor von Kariesheilen, der ist ja an einem Hirnstammtumor gestorben. Und dann sind noch so irgendwie ein paar andere Leute gestorben an verschiedenen Sachen. Und dann gibt es da Leute, die dann, das ist alles wegen dem fermentierten Lebertran. Wo ich mich dann frage, wie kann man das einfach so behaupten? Es gibt überhaupt keine Studien und vor allem hat Lebertran ja eine lange Geschichte und man muss ja den Fermentierten auch nicht nehmen, wenn man findet, dass der irgendwie ein Problem bereitet, ne? Aber da, ich weiß nicht, da wird ziemlich unsachlich, würde ich sagen, unsachlich irgendwie was in die Welt gesetzt und gehetzt und das mag ich überhaupt nicht. Also ich gucke, wie es uns damit geht und uns geht es damit richtig gut und das spricht eigentlich für sich. Und da habe ich auch jetzt keine Angst, dass wir morgen plötzlich aus heiterem Himmel tot umfallen. Ja. Aber wenn das natürlich suspekt ist, der kann natürlich auch über Lebensmittel oder über andere Lebertrane seinen Bedarf decken. Interessanterweise kam dieser Lebertran-Skandal da mit dem fermentierten Lebertran im Zusammenhang mit, dass ein Konkurrenzprodukt auf den Markt kam, ein Lebertran-Konkurrenzprodukt. Was ich auch schon erwähnt habe, aber ich will ja keinen schlechten Ruf verbreiten. Aber ich habe das in dem Zusammenhang dann, also das war der einzige logische Grund, der mir eingefallen ist, warum das plötzlich so gehetzt wurde gegen den fermentierten Lebertran. Noch irgendwas zum Lebertran? Die Kinder, wo ich in der Schwangerschaft genommen habe, die mögen das. Und die Kinder, wo ich es nicht in der Schwangerschaft genommen habe, naja, da ist es inzwischen Routine. Da habe ich am Anfang gesagt, so, wenn ihr den nehmt, dann dürft ihr ein Filmchen gucken. Also habe ich die mit Filmchen bestochen und nach der ersten Phase, wo man sich dran gewöhnen muss, dann war das auch okay. Unsere Große, die war nicht ranzuführen, da habe ich der die Kapseln gekauft und die hat selbst mit ihren 4 Jahren die Kapseln geschluckt. Da war ich beeindruckt, aber sie hat es gemacht. Und dann haben wir ihre Karies auch in den Griff gekriegt. Sie hat ja den Zahnarzt verweigert, komplett. Haben wir das auch so in den Griff gekriegt dann. Wir nehmen den Lebertran mal abends, habt ihr vielleicht schon gesehen in meinen Videos. Und dann spülen wir den einfach mit was zu trinken hinter. Meistens mit Milch, also die meisten machen das mit Milch. Meine zwei kleinen Jungs, die rühren sich, ne, die Lisa auch, die rühren sich den am liebsten in die Milch rein.
wäre ich nicht drauf gekommen, aber die finden das gut. Sie finden, dass das schmeckt, wenn man das in die Milch reinrührt. Ich habe von Eltern schon alle möglichen Tricks gehört, wo die Kinder das nicht nehmen wollten, das irgendwo reinzurühren. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Also, was ich festgestellt habe, ist, dass für kleine Kinder so die Geschmacksrichtung Zimt nicht gut funktioniert, weil dann die Haut so reagiert auf das Zimt. Also für kleine Kinder so bis 2 auf jeden Fall würde ich sagen, ist am besten der Naturell und dann muss man gucken, wie man es unterrührt, weil auch der Schoko ist ziemlich stark im Geschmack und man schmeckt den Fisch trotzdem, also ich jedenfalls. Ja, und da gibt's, also ist halt blöd, ne? Man kann halt nicht einfach sich durchprobieren, es gibt keine Probepäckchen, man muss jedes Mal eine Flasche kaufen, aber falls ihr es durchprobieren wollt, in der Kinderzähne heilen Facebook-Gruppe. Da gibt es öfters mal Mütter, die halt was ausprobiert haben in Lebertran und der hat nicht funktioniert. Und da geben die öfters mal einen ab, was weiß ich, einen Löffel rausgenommen und da kann man das für günstiger haben. Und das ist eine Möglichkeit, um sich durchzuprobieren, dass es nicht so teuer wird. Die Kapseln sind natürlich auch eine Möglichkeit. Die können halt kleine Kinder oft nicht so gut schlucken. Aber wer es schlucken kann, ist natürlich eine Möglichkeit. Allerdings ist das preislich. Man muss schon 7 Kapseln ungefähr schlucken für einen Teelöffel. Und da bezahlt man also für eine kleinere Menge Lebertran viel mehr, als wie wenn man das ohne Kapsel nimmt. Deswegen würde ich immer versuchen, das vom Löffel einfach zu nehmen. Von der Dosierung her, ich fange bei Babys mit 6 Monaten ungefähr, Beikostalter mit einer Löffelspitze, so Viertel Teelöffel, noch ein bisschen weniger an. Und dann gebe ich so ab 9 Monaten ungefähr, vielleicht so ein Viertel, halben bis halben Teelöffel. Und dann größere Kinder auch so einen halben. Und bis einen ganzen, also je größer sie wären, desto mehr natürlich. Im Buch Karies heilen gibt es da eine genaue Auflistung, wie schwer das Kind sein muss für welche Lebertranmenge. Also gewichtsangepasst. Und da kann man sich das genau ausrechnen, wenn man will. Bei uns ist das so ein bisschen Pi mal Daumen da, weil dann nehmen sie einen Tag mal nichts und dann nächsten Tag halt mal einen ganzen Löffel. Das gleicht sich dann irgendwie wieder aus. Und bei Lebertran ist es auch so, das zählt für mich noch zu den Lebensmitteln und die Kinder haben so ein Gefühl dafür, wie viel sie brauchen. Also die nehmen dann entweder mehr oder wollen nicht und ich glaube, der Körper gibt da Feedback, wie viel sie wollen. Also das ist ja das im Gegensatz zu Tabletten, wo man einfach nur schluckt, ist ja mit Lebensmitteln so, dass der Körper ein Feedback gibt über den Appetit und über den Geschmack, ob er das jetzt mag und ob er mehr will oder ob er das nicht will. Und so ist es beim Lebertran auch und deswegen bin ich da nicht so pingelig, was die Dosierung angeht. Was wollte ich noch sagen? Ja, wenn ich schwanger bin, dann nehme ich einen und einen halben Teelöffel. Und wenn ich hochschwanger bin, so im Maximalbedarf, dann auch mal 2. Und ansonsten, wenn man jetzt nicht stillt, nicht schwanger ist, also stillend nehme ich auch 1,5 Teelöffel. Nicht stillend, nicht schwanger, reicht so einer, ein halber oder einer. Ja, also da reichen kleine Mengen. Man sollte das auch nicht zu hoch dosieren. Das erhöht die Wirkung nicht. Also das reicht eigentlich so in diesen Dosierungen. Und in den Dosierungen ist es auch sicher und erprobt seit vielen Jahrzehnten. Also Weston Price hat, wie gesagt, damit schon experimentiert und es seinen Patienten gegeben. Und da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Was das Vitamin A angeht nochmal, da wird ja dann immer das Provitamin A so für Vitamin A verkauft. Also ganz oft wird heutzutage Vitamin A draufgeschrieben, wenn eigentlich Provitamin A drin ist. Und Provitamin A kann der Körper zwar umwandeln in Vitamin A, der macht das aber nur zu einem geringen Prozentsatz. Und bei Kindern ist das ganze System oft noch so unreif, dass die das gar nicht umwandeln können. Deswegen darf man sich nicht Provitamin A für Vitamin A vormachen lassen. Das ist nicht dasselbe und es das ist auch nicht von der Wirkung her dasselbe. Deswegen würde ich immer gucken, dass ich richtiges Vitamin A auch kriege und nicht nur das Provitamin A. So, jetzt bin ich hier fast fertig.
Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Wenn ihr den Lebertran nur Lebertran nehmt und kein Butteröl dazu zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, dann sollte man halt sicherstellen, dass man eine Vitamin K2-Quelle hat. Oder man muss den Lebertran höher dosieren, weil wenn das Vitamin K2 als Aktivator für diesen Vitamin D, Vitamin A-Komplex nicht vorhanden ist, dann braucht der Körper mehr von diesem Vitamin D und A, um die gleiche Wirkung da draus zu erzeugen. Also dann kann man den Lebertran ungefähr doppelt so hoch dosieren. Aber eigentlich sollte es mit ein bisschen Planung nicht so schwer sein, an Vitamin K2 zu kommen. Man braucht halt tatsächlich fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder man kann jedes Gemüse fermentieren. Oder eben Eier von glücklichen Hühnern oder Milch von weidenden Kühen. Oder auch Meeresfrüchte, Austern und Fisch, glaube ich, auch, enthält auch Vitamin K2. Also, das lässt sich schon planen und da muss man ein bisschen gucken. Weidemilch, Butter zum Beispiel, kriegt man recht einfach. Also, wir haben da die Kerrygold, die ist sicherlich nicht der Goldstandard. Also, es geht besser. Könnte Bio sein und so weiter. Und roh ist natürlich auch am besten. Rohmilch, Butter von weidenden Kühen. Aber die Kerrygold ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Das Vitamin K2 ist auch nicht hitzeempfindlich. Von daher ist es auch okay, dass das keine Rohmilchbutter ist, wenn man das Vitamin K2 betrachtet. Ja, da kann man sich selber so gut eins zusammenstellen und wie man es gern mag. Für uns ist es am einfachsten einfach das Lebertran mit Butteröl. Der ist auch milder, also der ist milder als der reine Lebertran. Das hat sich bei uns so etabliert halt. Und dann machen wir es einfach weiter so. Funktioniert gut. Ja, so, meine Wäsche ist fertig. Jetzt habe ich wieder Windeln für die nächsten 2, 3 Tage. Ne, hier sind noch ein paar. Ah, siehst du, die haben das verdeckt. Okay, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt alles zum Lebertran gesagt. Auf meiner Webseite habe ich auch so eine FAQ-Sektion zum Thema alles, was Zähne und Ernährung ist. Und da gibt es auch eine FAQ-Sektion zum Lebertran. Wenn ihr da nochmal genau die ganzen Marken euch angucken wollt und die Dosierungsempfehlungen, die habe ich da stehen. Verlinke ich euch auch nochmal unten drunter. Ja, und falls da noch was fehlt, könnt ihr auch gerne mir schreiben, dass ich das dann noch aufnehme. Diese FAQ-Sektion, die ist so ein bisschen spontan entstanden, zusammengestellt aus Fragen, die halt in den Kinderzähneheilen-Gruppe und Kariesheilen-Facebook-Gruppe so zusammengekommen sind. Und habe ich dann einfach da mal aufgelistet, damit ich nicht immer wieder das Gleiche antworten muss. Und dann war das aber zum Teil recht flapsig geantwortet und ohne viel Hintergrundinformation. Deswegen bin ich jetzt dabei, das bisschen abzudaten noch. Aber da ist schon einiges auch abgedatet und da lässt sich ganz gut was finden an Informationen, denke ich. Und natürlich immer das Buch Karies heilen. Da steht auch alles drin. Wie gesagt, der Autor ist leider verstorben und deswegen funktioniert auch die Webseite nicht mehr. Wir haben versucht, die wieder zu beleben. Das scheitert an verschiedenen Dingen. Da werde ich auch noch was dazu schreiben demnächst. Aber das Buch ist trotzdem zu empfehlen und eine gute Grundlage, um sich über traditionelle Ernährung und auch über Karies heilen einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Und auch in den Details, welche Lebensmittel wie man einsetzen kann und soll und welche nicht. Also das Kariesheilen ist nicht nur für die Zähne gut, sondern das ist auch, wenn man sich einen guten Überblick über traditionelle Ernährung machen will, verschaffen will. Okay, so bin ich jetzt hier fertig mit meiner Wäsche gleich und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später. Tschüss. Mir ist noch was eingefallen, was dir noch dazugehört, was ein häufiges Argument ist, wo ich dann drauf antworten muss. Also antworte ich da mal drauf noch. Und zwar die Belastung mit Schwermetallen und Chemikalien beim Lebertran. Der Lebertran wird getestet regelmäßig auf diese ganzen Dinge.
Die Schwermetallbelastung ist aber auch so als quasi nicht vorhanden anzunehmen, weil Lebertran ist pures Fett und die Schwermetallverbindungen Quecksilber und so weiter sind wasserlöslich. Ist also nicht zu erwarten, dass da sich viel im Fett aufhält. Und was so die Tests zeigen, ist da, also braucht man da eigentlich keine Angst zu haben. Der Körper speichert auch Gifte nicht unbedingt in der Leber, sondern eher im Fettgewebe. Deswegen, ja, finde ich die Angst eigentlich unbegründet. Aber sie wird halt immer mal gerne wieder geschürt. Ja, das wollte ich noch dazu ergänzen. Bis später, tschüss!